Ich will einsteigen. Jawohl. Das funktioniert. Die. Mega cool. Hallo und willkommen zurück zu Jurassic Ark. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht kennt ihr den Kollegen auf meiner Schulter. Der war schon mal ein bisschen größer, aber auf der Schulter ist er deutlich kleiner. Und ihr wundert euch vielleicht so ein bisschen, warum er auf der Schulter ist, ne? Die dieses Mod-Paket noch nicht so lange kennen, die kennen vielleicht noch nicht diese Pickup-Relic-Mod, die ist super praktisch. Da kann man dieses Pickup-Relic einfach mal ins Inventar von dem Dino packen und danach kann man den hochheben und auf die Schulter nehmen. Was in diesem Fall super praktisch ist, wenn man diesen riesen Kolossal-Mega-Megalodon nicht in so einen Cryopod packen kann. Ansonsten hätte ich den nämlich nicht mit hierher nehmen können. Ihr seht schon, unser Tümpel hat keinen tiefen Eingang, also hier können wir nicht rausschwimmen und hier können wir auch nicht reinschwimmen. Ich habe auch geguckt, ich habe die gesamte Küste untersucht, da gibt es keine weiteren Eingänge, wo wir irgendwie in die Nähe kommen würden. Also wir sind hier ziemlich abgekapselt. Wir würden bestimmt mit dem Tylosaurus hier rauskommen, weil der nicht so viel Tiefgang hat. Aber der Kollege hier, der hat einfach zu viel Tiefgang. Bam, da ist er. Den lassen wir jetzt, glaube ich, einfach mal hier. Der kann auf sich selber aufpassen. Außerdem ist hier sowieso nichts Gefährliches, glaube ich. Und der Tümpel ist auch größer, als ich gedacht habe. Also der kann hier auf jeden Fall so ein paar Meter hin und her schwimmen. Ich denke, wir könnten ihm hier auch so ein Gehege bauen. Die Frage ist halt, ob wir noch viele große Fische hier unterbringen. Also ein Lizichti oder so noch dazu. Und dann ist es hier schon ziemlich voll, ehrlich gesagt. Also müssen wir mal gucken. Die sind so cool. Der muss unbedingt seinen Kopf rausstecken. Den müssen wir sehen. Wow, wow, wow. Ich bin schon wieder am Ersaufen hier. Ich muss unbedingt üben, ein bisschen länger die Luft anzuhalten. Ich lasse ihn mal so sitzen, dann sehen wir den jetzt für einen Moment so ein bisschen. Und später müssen wir da, glaube ich, so ein paar Unterwasserstege oder sowas bauen. Wie nennt man das denn genau? Steg passt nicht so ganz. Unterwassertunnel wäre ganz passend, ne? Aber ich glaube, Tunneloptionen sind begrenzt. Oh, da fällt uns bestimmt was ein. Okay. Und den anderen, den schmeißen wir auch mal hier raus. Den Tylosaurus. Der wohnt dann auch vorerst mal hier. Und der kriegt dann vielleicht, ich weiß nicht, kriegt der sein eigenes kleines Gehege hier? Ich glaube nicht. Wir haben einfach nicht genug. Das Wasser ist nicht tief genug, ne? Also auf dieser Höhe ging es vielleicht noch. Dann kann er zwar nicht wirklich tauchen, aber er hat zumindest Wasser, in dem man so ein bisschen schwimmen kann. Hier vorne wird es hier schon super flach. Das sind die Krokodile. Für so einen Carprosaurus passt das perfekt, aber für die anderen Kollegen, die Sarkos können auch nicht wirklich schwimmen, ne? Links so ein ganz klein wenig. Aber das, der größte Teil des Geheges ist eher so zum Sitzen gedacht. Das ist unser Suchomimus, der ist auch noch da. Und unsere Bacebufos. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Und ich glaube, heute widmen wir uns mal wieder einer Baumod. Da habe ich eine ziemlich coole gefunden, eine ziemlich coole neue Mod. Ich weiß nicht, wie neu die eigentlich ist. Aber ich kannte sie auf jeden Fall noch nicht. Und die passt perfekt in unseren Park. Das heißt, wir werden die jetzt mal testen. Zumindest so teilweise. Mal gucken, was die, wie umfangreich die ist und was es da alles gibt. Aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die wir sehr gut verwenden können. Das habe ich schon gesehen. Also ein paar super geniale Sachen, um genau zu sein. Fahren wir mal hier durchs Tor oder so. Da ist ein Drop. Ein grüner Drop oder sowas. Was auch immer das für eine Farbe ist da hinten. Ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht. Gut. Da sind wir. Oh. Immer wieder cool. Jetzt geht's direkt wieder los. Okay. Wir sind in unserem Ranger-Gebäude. Und ich habe schon mal gecheckt, es gibt eine Smithy zu dieser Mod. Und wenn wir die suchen, die heißt Ark Venture Park, dann kostet die 5 Metall. Also die ist super cheap. Die können wir uns direkt mal herstellen. Und da sollten wir dann einen Großteil der Items herstellen können, denke ich mal. Wir haben allgemein so ein Platzproblem, ne? Aber das haben wir schon länger. Ich denke, wir stellen das hier vors Fenster, oder? Passt so. Bäm! Da ist das Ding. Wieso ist da ein Autoreifen drauf? Man weiß es nicht. Und jetzt gucken wir einfach mal, was man sich da herstellen kann. Also das ist schon mal einiges. Das sieht gut aus. Wir haben hier eine Track Ride Anchor Tool. Oh! Das klingt ziemlich kompliziert. Okay.
Also, da geht's dann um die Steuerung der Züge, ne? Oder der, wie nennt man das denn? Bei so einem... Ich glaube, dass wir hier... Train Station. Vielleicht doch Züge? Ich glaube, dass wir hier so ein Karussell bauen können. Aber ich weiß das alles noch nicht genau. Ich habe die gerade erst gefunden und ich habe gedacht, wir testen die mal zusammen so ein bisschen. Hier gibt es eine Storage Box, die snappt. Das ist schon mal cool. Ich denke, wir stellen uns einfach mal so ein paar Sachen her, oder? Und dann gucken wir einfach mal, was das genau ist alles. Zwei Storage Boxen, dass wir das Snappen ausprobieren können. Wir haben Chainlink Ceilings. Okay. Also da gibt es eigene Bauteile mit einem eigenen Style. Das klingt cool. Chainlink und Industrial. Natürlich gibt es auch Wooden Poles. Die sind auch immer gut. Dann gibt's Electric Fences. Die sind genau eine Foundation breit. Mal gucken, wie hoch die sind, ne? Stellen wir auch mal einen her. Zum Testen. Steel Railings. Oh. Sieht aus wie so ein Tischtennisnetz. Das ist, glaube ich, auch so ein Zaun. Link Fence. Dann gibt's Beams, also praktisch Säulen. Oh, es gibt runde Säulen. Mega. Es gibt Scaffolding, also auch so ein Säulenzeug. Und dann gibt's Fence Foundations. Waterslide. Oh, eine Wasserrutsche. Noch ein Beam. Chainlink Ceiling. Es gibt... Ah, eine Schaukel. Total cool. Die sehen auch mega aus. Noch mehr Fences. Also richtig viele Fences gibt es auf jeden Fall. Und dann gibt es auch noch Blumenpötte mit Palmen drin, okay? Base Seeds. Dafür brauchen wir Seeds. Irgendwelche Seeds wahrscheinlich, oder? Seeds haben wir nicht. Die schmeiße ich ja immer weg. Die muss ich erst ernten. Da brauchen wir überall Seeds für. Seeds und Wood. Okay, die muss ich erst organisieren. Eine Seesaw. Also praktisch, wie sagt man, so eine Schaukel. So eine Gewichtsverlagerungsschaukel. Auf jeder Seite sitzt eine, wie auch immer das heißt. Oh je, ich muss mal wieder auf den Spielplatz, glaube ich. Und ein Chainlink Wall. Das hier ist ein Ferris Wheel. Also es gibt halt total viele coole Sachen hier. Mal gucken, wie groß das ist. Medium Size. Gibt es auch ein groß? Vehicle Station. Oh, ich glaube, wir können nicht alles heute testen. Aber ein bisschen was zumindest. Also es gibt jede Menge coole Pflanzen, die alle Seeds kosten. Es gibt hier noch einen Waterslide. Ist das ein anderer? Wir haben doch schon den oben hergestellt. Da ist ja noch einer. Auch mal herstellen. Waterslide und Waterslide Section. Okay. Also wir können wahrscheinlich so ein Wasserkarussell-Dingens bauen. Das wäre mega cool. Big Electric Fence. Der sieht größer aus. Der heißt auch größer. Metal Poles. Das ist dann für ein Tor oder was? Das ist bestimmt das Tor, oder? Also da gibt es auf jeden Fall ziemlich viel zu testen. Es gibt diese Industrial Floors. Da nehmen wir gleich ein paar mehr mit. Das sind nicht viele. Bauen wir mal 10 oder so. Dass wir die mal gescheit testen können und uns angucken können, was die für einen Style haben. Hier ist, glaube ich, das Tor. Metal Pen Gate. Also es gibt auch wieder neue Gehege, die wir so noch nicht hatten. Die müssen wir auch testen. Es gibt ja die Electric Fences, die Dinger. Dann gibt es die Teile. Das muss das Tor sein. Ich weiß nicht, das heißt einfach Big Electric Fence. Das heißt Pen Gate. Also wird das Tor sein und das sind dann die Zäune dazu wahrscheinlich. Dann haben wir von allem etwas. Das ist gut. Dann haben wir noch so eine Lampe. Power Mode. Oh, ich glaube, wir können es die Lichtfarbe ändern. Das klingt richtig cool. Gehen wir uns auch mal her. Das ist ein Mushroom Planter. Dafür brauchen wir Pilze. Haben wir nicht. Und dafür brauchen wir Base Seeds. Also es gibt auch jede Menge Pflanzen. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles... Also die wichtigsten Sachen mal hergestellt zum Testen. Die packen wir dann alle ein. Das kommt jetzt alles mit. So. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir das alles hinstellen. Ich glaube, so ein Karussell wäre ziemlich cool. Wir müssen noch Tracks herstellen, glaube ich, ne? Oh, jetzt gibt es so viel zu testen. Die Tracks haben wir noch gar nicht, oder? Diese Trade Station. Structure.
Das haben wir noch nicht gebaut, oder? Ich glaube nicht. Das nehmen wir auch mit. Da bin ich gespannt. Sind das wieder Crafting-Stationen, wo wir uns dann die Schienen extra herstellen müssen? Mal gucken. Gut, was machen wir denn heute eigentlich? Ich glaube, wir probieren mal die kleinen Sachen zuerst alle. Und dann gucken wir, ob wir noch die Stations ausprobieren. Die sind, glaube ich, dann ein bisschen komplexer. Jetzt probieren wir erstmal das Licht, oder? Wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt? Licht? Ja, das funktioniert. Wir haben jetzt so ein Licht. Das ist nicht super hell, aber schon hell genug. Haben wir irgendwo Farben? Ich glaube nicht. Die müsste ich erst herstellen. Dann könnten wir das Licht irgendwie einfärben. Das wäre natürlich total cool. Aber wir haben jetzt so einen tragbaren Scheinwerfer. Eine etwas altertümliche Taschenlampe praktisch. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Wir können unsere Dinos so ein bisschen anleuchten. Den Schatten werfen sie trotzdem weiter. Na, den können wir auch so ein bisschen ausleuchten. Okay. Ziemlich cool, mit den Schatten so ein bisschen rumzuspielen. Und dann haben wir eben diese Foundations. Nee, Foundations. Da können wir dann wahrscheinlich die ganzen anderen Gerätschaften drauf bauen, oder? Also das sieht schon mal cool aus. Industrials Floors heißen die, ne? Ja, Floors. Also das ist... Ah, okay. Das ist einfach so ein Metallblech praktisch. Das hat jetzt nicht so viel Stil, ne? Sieht aus wie so ein Rollblech. Da finde ich die Concrete Foundations eigentlich cooler, ne? Die schönen weißen Concrete Foundations, die man auch noch ändern kann vom Stil her. Die kann man auch ändern. No Frame. Jetzt ist es einfach nur so ein Blech. Oh, das wollte ich gar nicht. Ups. da gibt es ziemlich viele Optionen. Okay, man kann die Frames an den Seiten ein- und ausstellen. Mehr gibt es nicht. Also es gibt nur die ganzen Frames. Okay. No Frame. Und Switch to Frame 4. Oh. Das ist ziemlich schwierig, die ganzen Frames wieder herzukriegen. Also, wenn man No Frame einstellt, Default, okay, das geht auch. Also es gibt einmal alle Frames, es gibt einmal keine Frames und dann gibt es die ganzen einzelnen auch noch und zwei, also rechts, links oder so. Das kann man da alles einstellen. Das ist ein bisschen doof gemacht, das ist in der Superstructures Mod so ein bisschen einfacher, ne? Aber man hat auf jeden Fall so ein paar Optionen. Ist ein Lochblech Floor, ich weiß nicht, ob wir den viel verwenden. Hat jetzt nicht so viel Stil, finde ich. Und dann gibt es diese Big Electric Fences und die snappen an den Foundations. Das ist schon mal cool zu wissen. Also ich denke, für ein Gehege benutzen wir das nicht, weil wir dann überall diese Floors bauen müssten. Oh. Guten Mittag, Musik. Immer gut. Es regnet schon wieder. Aber immer noch, ne? Ich glaube, es regnet schon wieder die gesamte Episode. Das sieht doch aus wie Gates, oder? Metal Poles. Das sieht aus wie so Poles, die verhindern sollen, dass da Autos durchfahren, ehrlich gesagt. Wooden Poles. Oh, die sind cool, die gefallen mir. Die würden gut ans Wassergehege passen, ne? Die haben so ein bisschen Hafenstil irgendwie. Hafen-Poller-Stil. Sieht super cool aus. Dann haben wir noch Metal Pillars, die müssen wir auch testen. Oh, die sind ziemlich klein. Die snappen so ein bisschen in den Foundations. Setzen wir die mal unten irgendwo hin, dass wir die sehen. Ungefähr. Irgendwo, wo sie nicht an der Foundation snappen. Da sieht's gut aus. Yeah. Cool. Keine Option. Also die sehen so aus, wie sie aussehen. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Wasserrohr senkrecht. Aber sie sind rund. Das ist an sich schon mal ganz cool. Dann gibt es dieses Scaffolding. Also praktisch so Verstrebungszeugsäulen. Die können wir ja mal daneben stellen oder so. Die sehen so aus. Die sind aus Holz. Davon haben wir schon etliche, glaube ich, aus mehreren Mods. Dann gibt es noch die ganzen Walls. Das ist jetzt so ein Chain-Link-Modul. Dann wissen wir, wie das aussieht. Das ist praktisch ein Gitterzaun einfach. So wie hier auch dabei ist beim großen Fence. Und dazu gibt es halt auch, da gibt es auch Böden für. Und so kurze Fences. Die sehen nicht so cool aus irgendwie.
Der gefällt mir ganz gut, der runde große. Die sind okay, aber nicht ganz so stylisch, ne? Die sind auch nicht rund an den Ecken. Und ja, dann haben wir noch die Wooden Storage Boxes. Dann haben wir noch dieses Steel Railing. Okay. Sieht auch cool aus. Vielleicht für so Warteschlangen ganz cool geeignet, ne? Dann gibt es diese Boxen. Die kann man aneinander snappen, wie es aussieht. Aber nicht auf den Floors. Aufeinander. Nebeneinander. Oh. Die sind aus Holz. Und haben 150 Slots. Das ist cool. 1000 Hitpoints, 150 Slots. Sehen cool aus. Gefallen mir. Die sind auf jeden Fall gut. Haben wir ein paar coole Storages. Okay. Und dann haben wir noch diese großen Fences. Gucken, was das ist. Die snappen auch an den Foundations, allerdings so ein bisschen komisch. Und man kann sie auch auf den Boden stellen. Das ist, glaube ich, die coolere Option, ehrlich gesagt. Die sehen fast so aus wie die Teile, aber die haben so Lampen da oben. Pickup. Man kann die aufheben und sonst nichts. Die haben so Warnlichter. Oh, wenn man die mit Strom verbindet, dann leuchten die bestimmt und verteilen Stromschläge, oder? Möglicherweise. Dazu gibt es ja dann noch dieses Gate, ne? Kann man daneben snappen. Okay, das Gate ist schon eingebaut. Bam! Oh, das sieht aber auch ziemlich cool aus eigentlich. Nicht super stabil, aber für einen Allosaurus könnte das reichen, ne? Das ist stabil. Das Tor ist stabil. Also wenn die Dinos versuchen, durchs Tor zu kommen, haben sie keine Chance. Das sieht echt fett aus. Aber der Zaun, der sieht nicht so ganz stabil aus. Selbst die senkrechten Streben sind nur so stark wie hier die Querstreben. Ne? Passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Egal. Sieht trotzdem cool aus. Und dann haben wir noch die Schaukel. Die ganzen Schaukeln, ne? Verschiedene Schaukeln. Wir haben so einen Zaun. Okay. Der ist 2 Foundations breit. Oder? 1,5? Was? Wieso snappt der so komisch? Wo will der hin? Ich weiß nicht, was der will. Fragt mich nicht. Der snappt irgendwie auf einer Foundation, aber steht auf beiden Seiten über. Der ist super komisch. Und wenn wir jetzt hier auf dieser Foundation noch einen snappen würden, dann hätten wir in der Mitte trotzdem eine Lücke, ne? Also ich bin mir nicht sicher, wie das gedacht ist. Dann nehmen wir lieber die Teile, glaube ich. Aber da haben wir dann auch immer Lücken zwischen den Foundations. Ich weiß nicht. Müssen wir ausprobieren, was da cooler ist. Dann haben wir, glaube ich, die meisten Bauteile jetzt durch, ne? Dann versuchen wir nochmal diese Rutschen. Waterslide. Das wird, glaube ich, schwierig. Die brauchen keine Foundations, aber die würden auch snappen. Bauen wir jetzt einfach mal so eine dahin. Okay. Die sind winzig. Jus. Die. Yeah. Oh, wie cool ist das denn? Das ist echt eine Rutsche, die funktioniert. Und dann haben wir diese Waterslide Sections. Und das müsst ihr ja dann da dran snappen, oder? Wo ist die denn? Nochmal. Ich glaube, ich kann die nicht positionieren. Das funktioniert nicht. Was können wir denn noch damit machen? Pick up? Rename? Edit Mode. Construct. Okay. Da gibt es einen Edit Mode. Können wir... Okay. Man kann einfach Q drücken und dann... Oder E, und dann wird es wieder gebaut. Was können wir denn noch machen? Das muss ich ausprobieren. Da muss ich erst ein bisschen forschen, glaube ich. Sieht aber cool aus. Also es funktioniert auf jeden Fall gut. Wir können uns dann in die Rutsche setzen. Oh, das wäre echt mega, wenn das noch funktionieren würde. Ich hoffe, die Mod funktioniert noch perfekt. Müssen wir alles ausprobieren. Und die Dinger, die funktionieren irgendwie gerade nicht so wirklich. Die kann ich auch nicht nutzen. Das heißt, wir müssen mit diesen Bauteilen hier arbeiten. Mal gucken, ob das funktioniert. Die sind halt super kurz. Das heißt, es wird bestimmt schwierig, da was Großes draus hinzustellen. Und dann gibt es diese Schaukeln noch. Das sind halt richtig coole. Das
Style-Items. Dann können wir irgendwo so einen kleinen Spielplatz bauen. Das ist sicher cool. Und das Ding. Funktionieren die auch? Soll ich ausprobieren? Schaukeln geht nicht. Schade. Und ja, das geht auch nicht. Oh, ich kann mich noch nicht mal draufstellen. Das ist ja fies. Ich hatte gehofft, ich kann da jetzt einen kleinen Dino draufstellen, den in die Luft schießen oder so, und die mich da drauf springen. Funktioniert leider nicht. Wäre zu schön gewesen. Ja, und dann haben wir noch dieses riesige Ferris Wheel. Wo bringen wir das denn hin? Stellen wir das mal hier kurz auf. Ich muss dann alles wieder abbauen, aber wir wissen dann ungefähr, wie es funktioniert. Und dann können wir gucken, wo wir das unterbringen alles. Was wir damit machen. Können wir da einsteigen? Sit on, Ferris Wheel. Oh. Das funktioniert. Aber es dreht sich momentan nicht. Da müssen wir einen guten Einstieg bauen, weil das ist ein bisschen hoch, ne? Da kommt nicht jeder hoch. Die etwas kurzen, die können dann noch nicht mal mit, kommen noch nicht mal mit den Händen an. Sit, pick up, rename, turn on. Oh, es funktioniert. Ich will einsteigen. Jawohl. Das funktioniert. Die. Mega cool. Yeah. Das ist mal eine coole Geschichte. Von hier oben sieht man auch schön, was? Das ist echt mega. Die müssen wir irgendwo in unserem Park aufstellen. Die Räder. Zumindest eins irgendwo. Yeah. Das ist cool. Ich weiß nicht, dieser Stern-Style ist irgendwie nicht so meins. Die. Aber okay. Trotzdem cool. Ich wünschte, das Rad wäre so ein bisschen größer. Dann könnte man auch ein bisschen weiter sehen, ne? Die Konstruktion ist ziemlich groß, aber das Rad an sich ist eigentlich relativ klein. So, gleich sind wir wieder unten. Ich steige jetzt mal nicht oben aus. Ich glaube, wir sind jetzt gleich unten, oder? Sitzen wir da nicht drin? Ja. Sieht so aus. Das ist unser Einhorn. Yeah. Total cool. Gefällt. Ja, mehr kann man damit nicht machen. Yeah. Ferris Wheel. Okay. Ja, und dann haben wir eben diese zwei Stationen. Ich weiß nicht, ob wir die... Ich glaube, die testen wir dann in der nächsten Episode. Wir können aber die Station schon mal hinstellen und einfach mal gucken. Oh, das funktioniert nicht. Das sind Tracks. Ja, das sind... Also es gibt drei verschiedene Arten von Karussellen. Das ist einmal dieses Wasserkarussell. Dann gibt es irgendwie so ein Fahrzeugkarussell und es gibt diese Train Tracks. Und da muss ich dann erstmal rumexperimentieren, wie genau die funktionieren. Ich denke, da brauche ich einen Moment. Ich hoffe, dass die noch gut funktionieren, weil das ist schon ziemlich cool. Also das wäre echt mega, wenn wir die hier irgendwo nutzen und aufbauen könnten. Gut, jetzt suchen wir uns einfach nochmal eine coole Stelle, wo wir dieses Rad aufstellen. Vielleicht hier. Das wäre eigentlich nicht schlecht hier, oder? Neben den Pferden. Und hier ist auf jeden Fall genug Platz. Und da hinten sind die Brontos. Das heißt, die wird man auch so ein bisschen von hier sehen, oder? Stellen wir das mal hier auf. Ungefähr. So. Bäm. Dann machen wir das direkt wieder an. Und da müssen wir halt noch einen Steg da hochbauen, dass die Leute gut ein- und aussteigen können, ne? Das funktioniert sowieso irgendwie nur an den Balken. Gut, gucken wir mal raus. Wie sieht es aus? Ja, also man sieht schon so ein bisschen was. Die Palmen sind halt ein bisschen hoch, ne? Vielleicht nehmen wir eine Palme raus, dass man hier so ein bisschen mehr sieht. Aber man sieht die Brontos, man sieht die Paraseers, man sieht die Pferde natürlich, die Lystros. Da haben wir auch noch ein leeres Gehege, da muss noch was rein. Da drüben das Alo-Gehege mit dem Saurophaganax und das Deinonychus-Gehege. Aber die Deinonychus und die Raptoren und so, die verstecken sich ja alle so. Da sieht man nicht so viel. Genauso wenig wie von der Chilosaurus-Bar. Die ist natürlich voll im Wald versteckt. Vielleicht stellen wir das später irgendwo anders hin. Ich weiß nicht. Das ist nicht optimal hier. Da sind zu viele Bäume in der Gegend. Nehmen wir das nochmal mit. Wir müssen das einfach überall aufstellen und gucken, was man da draus sieht. Wo sich das lohnt. Das ist halt alles so groß hier in der Gegend. Ne? Das ist Rad schon zu klein. Ich glaube, wir müssen das Rad eher so im vorderen Bereich aufbauen. Da, wo die etwas kleineren Gehege sind.
Vielleicht hier bei den Dillos? Das hat auch wieder die Voliere hinter uns. Aber das würde ganz gut passen, ne? Hier irgendwo. Aber das ist ja der... Ich weiß nicht. Die Chilosaurus-Bar soll weiter richtig schön chillig bleiben eigentlich. Das wird gar nicht einfach, da was Gutes, eine gute Stelle zu finden. Hier vorne haben wir ja schon alles zugebaut eigentlich. Da kommen wir kaum noch irgendwie... Da können wir nichts mehr hinstellen. Das ist ein bisschen traurig, weil hier sind die Gehege so ein bisschen kleiner. Da könnte man besser reingucken. Hier würde das echt gut stehen. Aber hier ist schon alles zugebaut. Ich habe nochmal alle Optionen gecheckt und ich glaube, das hier ist wirklich die schönste Location und die passendste Location für so ein Riesenrad, Ferris Wheel. Und ich habe das mal so ein bisschen ausgebaut. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Hier ist jetzt der Eingang, da kommt man dann hoch. Ich habe hier auch diese Rollstahlplatten oder was auch immer, diese Rollblechplatten verwendet. Die sehen auch ganz cool aus eigentlich hier an der, also zumindest an diesen Geräten, ne, an dem Riesenrad. Da passt es irgendwie. Die sind ja meistens auch so temporär aufgebaut und da läuft man öfter auf so Blechplatten und so rum. Also da passt das ganz gut. Rampen gibt es leider nicht. Ich habe auch für die Railings jetzt einfach mal die normalen verwendet, weil die einfach super cool aussehen. Ich meine, die es hier gibt, die sind auch mega cool und die sind sogar noch viel cooler, als man denkt. Die snappen nämlich auch auf diesen Rampen, also die snappen auch schräg. Die sind wirklich cool gemacht. Aber ich finde die normalen einfach passender. Weiß nicht. Die hier kann man auch nehmen, aber ich finde, hier passen die irgendwie jetzt nicht so gut. Deswegen habe ich einfach mal die anderen genommen. Obwohl ich die richtig cool finde hier. Genauso wie die Holzteile, aber die passen hier ja auch nicht, weil das alles aus Metall ist. Sonst hätten wir auch diese Wooden Poles nehmen können. Oder diese Chainlink Fences. Aber die gefallen mir nicht ganz so gut vom Style her. Also die wären eher so, ja, wenn wir mal so ein Gitter brauchen, sind die ganz gut, aber hier jetzt nicht. Ich habe hier oben mal so ein Gitter eingebaut, falls irgendwer seinen Turnschuh verliert oder so, dass es den Leuten nicht auf den Kopf fällt. Da rechts und links habe ich einfach auch so ein Gitter mit hingebaut. Hier kann man jetzt schnell durchlaufen, da ist dann der Ausgang. Super cool. Und ich habe natürlich auch unsere Schaukel und unsere Dings da hier aufgebaut. Unser Seesaw. Heißt das wirklich so? Ich habe das noch nie gehört. Und ich weiß noch nicht mal, wie das da auf Deutsch heißt. Wippe, oder? Einfach Wippe? Ich glaube Wippe. Und man kann sich da natürlich auch draufsetzen. Man muss nur wissen, wie. Was man nicht kann, ist irgendwie rumschaukeln oder so. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, da irgendwas drauf zu machen. Oh, ich habe die Taschenlampe weggeworfen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also ich bin immer so am Rumexperimentieren und finde immer neue Sachen raus. Wir können die Taschenlampe so in der Hand halten. Wir können die aber auch mit Linksklick wegwerfen. Oder wie war das? Mit Rechtsklick. Dann liegt die auf dem Boden und leuchtet das hier aus. Das ist ein richtig praktisches Arbeitslicht, ne? Super cool. Und auch auf der Schaukel kann man sitzen. Man muss nur die Pfosten anwählen. Das ist also ähnlich wie bei dem Riesenrad. Man läuft nicht zu den einzelnen, zu diesen Sitzen, ne? Zu den Kapseln, die sich da drehen, sondern an die Stelzen muss man ran. Und da kann man dann aufsteigen. Und die Schaukel funktioniert sogar. Die ist echt mega. Können wir da so ein bisschen schaukeln. Und der springt auch richtig cool ab, wenn man hier aussteigt. Das sieht man halt nicht so wirklich, weil die Kamera sich so komisch dreht, ne? Aber das ist richtig cool gemacht. Also bis jetzt bin ich echt begeistert von der Mod. Das sind so ein paar Sachen, die uns auf jeden Fall gefehlt haben. Jetzt haben wir hier so ein cooles Riesenrad stehen. Mit Ein- und Ausgang. So einer coolen Schnecke. Ich habe hier auch mal so ein grünes Dodo dazugestellt. So ein Busch-Dodo. Da gucken die Rippen raus. Oh, das ist ein Zombie-Busch-Dodo, glaube ich. Oder der Gärtner hat sich verschnitten. Das kann natürlich auch sein. Na gut. Ja, also wir haben einen kleinen Spielplatz hier bei den Pferden. Wir haben ein Riesenrad. Also ich glaube, das wird hier richtig schön. Auch für die etwas jüngere Kundschaft. Die können sich hier dann auch vergnügen. Und ein Pferd fehlt. Das ist ausgebrochen. Was machst du denn hier? Du brauchst einen Sattel. Ach, du brauchst keinen Sattel. Ne? Bringen wir das mal wieder da rein. Mal auf hier. So. Viel besser. Nicht, dass hier unsere Zebras ausbüchsen. Das geht ja gar nicht. Was mit dem hier drin? Das ist noch zu Hause. Das streckt aber den Kopf durch die Wand. Das geht auch nicht. Was ist denn hier los? Komm mal mit hier vor und streck deinen Kopf hier durch. Das ist viel cooler. So. Oder? Findest du nicht?
Doch, das ist cooler. Ich würde gerne auf der rechten Seite absteigen. Okay, geht wohl nicht. Das ist schlecht. Was machen wir da? Ich muss mich nochmal umparken. Das ist ein bisschen eng, ne? Ich glaube, unser Pferd will uns gerade sagen, dass es hier ein bisschen eng ist und dass es lieber mehr Platz hätte. Aber gut. Das muss jetzt für einen Moment reichen, ne? Ich kann ja den Stall nicht neu bauen. Wir haben vielleicht zu viele Boxen, ne? Wir haben ja auch nur zwei Pferde. Oder wir brauchen mehr Pferde. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Spielplatz und ein Riesenrad. Das ist super cool. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was mir besser gefällt. Gefällt mir eigentlich beides ziemlich gut. Im Riesenrad war ich schon viel am Testen und am Gucken, was man hier jetzt alles sieht. Also man sieht nicht perfekt viel, aber man sieht zumindest mal da hinten die Brontos so ein bisschen. Und die Raptoren kann man beobachten. Ja, und was die Pferde hier so treiben. Das ist, glaube ich, schon mal ganz cool. Ins Allosaurus-Gehege sieht man auch gut rein. Und die Paraseas sieht man auch. Ich glaube, das kann man hier ganz gut stehen lassen. Und es passt halt einfach richtig gut rein, ne? Zu den Pferden, zum Spielplatz. Ich finde, das passt richtig gut zusammen hier. Und da vorne ist ja auch unser Streichelzoo mit den kleinen Lystros. Und in dem anderen haben wir noch gar nichts drin. Da kommen dann vielleicht... Wollen wir da Schafe reintun? Ich will da unbedingt Schafe rein. Das will ich schon ewig. Aber ich glaube, wir haben... Haben wir schon mal irgendwo Schafe gesehen? Ich glaube, hier noch nicht, ne? Die müssen wir mal suchen. Es gibt so viele Tiere, das ist manchmal schwer, irgendwelche zu finden. Zumindest, wenn man irgendwelche speziellen und spezifischen Tiere sucht. Unser Einhorn hat auch einen Riesenspaß, läuft uns die ganze Zeit hin und her. Super gut. Das ist jetzt mal die erste Folge mit der Arkventures Mod, so heißt die. Und auf der, ja, mit der werden wir uns, glaube ich, noch mehr beschäftigen. Da gibt es richtig viele coole Sachen, die wir noch testen müssen. Na gut, für heute müssen wir aber schon wieder Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Like da, ich würde mich freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann, tschüss.